André, worum geht's bei Street Baskets for Life? Bei Street Baskets for Life geht's darum, dass wir die Streetballplätze in der Region gebaut haben. Und an diesen Streetballplätzen spielen natürlich die Schulen, mit denen wir das in Kooperation machen. Und das Projekt machen wir dann so, dass die an den Schulen trainieren und spielen und wir am Ende ein Finalturnier durchführen. Das Finalturnier findet jetzt heute hier statt. Was ist das Besondere an dem Finalturnier? Worum geht's da? Da geht es dann darum, dass die Kinder in ihren Altersklassen Spielpraxis sammeln und einfach mal die Erfahrung machen, auch dass in anderen Städten auch Basketball gespielt wird, sodass man sieht, dass in der ganzen Region der Basketball präsent ist. Und natürlich der Spaß steht da ganz klar im Vordergrund. Man soll Spaß am Spiel haben. Es gibt eine besondere Bedingung bei der Zusammenstellung der Teams. Worauf kommst du an? Wir machen gemischte Teams, also Mädchen und Jungs spielen gemischt. Und es muss immer ein Mädchen auf dem Spielfeld stehen, damit die wieder zusammenspielen. Ja. Einige kommen sogar aus Vereinen und spielen auch im Verein. Ist das ein Problem oder für den Ablauf des Turniers oder dass sie ein unterschiedliches Leistungsniveau haben? Nee, also ich habe jetzt festgestellt, heute haben wir überhaupt kein großes Leistungsgefälle. Die Vereinsspieler sind natürlich ein bisschen besser und haben natürlich mehr Spielerfahrung. Aber auch die Spieler, die eben auf dem Streetballplatz spielen, zeigen hier gute Moves und spielen gut mit. Und ich denke, das ist ja das Ziel von Street Baskets for Life, dass man eben auch, wenn man privat mal auf den Streetballplatz geht und da ein bisschen übt, hier mitspielen kann. Melina, welche Altersstufen sind hier vertreten? Heute finden zwei Turniere gleichzeitig statt. Einmal ein Turnier mit den 5., 6. und 7. Jahrgängen und einmal ein Turnier mit den 8., 9. und 10. Jahrgängen. Und wie viele Schulen sind beteiligt? Insgesamt sind 6 Schulen, Partnerschulen beteiligt. Genau. Was kann man denn hier gewinnen? Die jeweils ersten Plätze bekommen einen Pokal, einen Siegerpokal. Und dann verleihen wir heute noch aufgrund unseres Projektförderers Mattei jeweils zwei Team Chemie Awards, powered by Mattei. Genau, und da kommt es eben darauf an, welches Team zeigt am meisten Teamgeist und feuert am besten an. Mia, machst du! Ja! Stefan, Mattei ist hier mit dem Stand vertreten. Was macht ihr hier heute? Wir sind heute hier vertreten, weil wir junge Leute für unser Unternehmen gewinnen möchten. Wir bieten halt verschiedene Ausbildungsplätze an und sind deswegen hier vertreten. Genau. Mattei ist Förderer von Street Baskets for Life. Aber was macht Mattei denn in der Businesswelt? Ja, Mattei ist wie gesagt in ganz Norddeutschland verteilt, hat überall ihre Standorte. Und wir bauen nicht nur Straßen, sondern sind auch viel in der Industrie, in Industriebauten tätig, bauen diverse Umspannwerke dort, die ganzen Fundamentarbeiten, Brückensanierung, so welche Sachen machen wir bei Mattei. Ja, nur ihr habt die ersten beiden Spiele gewonnen. Wie ist die Stimmung hier so für dich? Die ist sehr gut, Du spielst Basketball im Verein. Was unterscheidet denn den Basketball hier von dem, den du im Verein spielst? Klar gibt es hier manche Schrittfehler, aber ich finde, dass die Menschen sich hier ganz gut halten und auch versuchen, gut zu spielen. Ja. Werdet ihr Turniersieger? Schlecht zu sagen. Mal gucken. Aber darauf kommt es, glaube ich, auch nicht an, oder? Das ist eher, dass der Spaß stimmt und der Zusammenhalt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja! Weiter so! Alia, habt ihr das erste Spiel gewonnen? Wir haben tatsächlich unentschieden gespielt, aber dann hat es halt der letzte Korb entscheidet und da hat dann die gegnerische Mannschaft gewonnen. Ich habe gesehen, du spielst mit zwei Jungs zusammen. Wie läuft das? Ganz okay. Aber du hast auch einen Korb gemacht. Ja, man gibt sich halt Mühe, aber klappt ganz gut. Wie bist du in die Mannschaft gekommen? Wie hat sich das ergeben? Warum seid ihr hier? Wir haben eine AG gegründet und da bin ich dann mit reingekommen. Und wir hatten das halt vorher auch im Sportunterricht als Thema und das hat sich dann einfach so ergeben. Du spielst ja nicht Basketball im Verein, sondern einfach in der Schule. Macht dir das Spaß? Tatsächlich spiele ich Fußball, aber ja, mir macht es echt Spaß, vor allem mit den Freunden, die ich hier habe, die ich auch kenne. Ich habe echt Freude dran.
Was macht denn am meisten Spaß? Das Miteinander mit denen, finde ich. Und unser Zusammenhalt. Frau Wichmann, wie wird das Projekt bei Ihnen in der Schule angenommen? Sehr gut, wie man sieht. Wir sind mit der ganzen AG heute hier, auch wenn nur 6 spielen dürfen, sind alle 14 mitgekommen und Stimmung ist gut, wird super angenommen. Tolles Projekt. Wie bereitet man sich auf so ein Turnier vor? Ja, mit ganz viel Training natürlich, mit ganz viel Freude und Einsatz und wir sind einfach, geben einfach alles. Ne? Geht es hier ums Gewinnen und Verlieren oder auch noch um was anderes? Natürlich wollen wir möglichst weit kommen und gucken, was geht, aber also wir freuen uns dabei zu sein. Auch die Nichtspielen haben eine Heidenfreude, hier zu sein und sich mit anderen mal zu messen und neue Kontakte zu treffen und ja, einfach den Sport zu leben.